Moin Moin, mein Name ist Alvo, du bist auf dem Kanal Generation Outdoor und ich stelle dir gleich innerhalb von 3 Minuten 3 Ausrüstungsgegenstände vor, die sehr günstig sind und uns allen helfen können bei unseren Outdoor-Hobbys. Viel Spaß mit dem Video. Moin Moin, willkommen zu der neuen Reihe Flotter Dreier. Mich persönlich interessiert das Thema Kochen immer sehr, weil ich bin ein kleiner Feinschmecker. Und deshalb stelle ich dir heute 3 Gegenstände vor, unter anderem einen Topf, Besteck und einen Trangia-Kocher, wie du einfach und schnell und günstig draußen dir was zu essen machen kannst. So, das hier ist ein kleiner Trangia-Kocher, den ich auch auf Gearbest gekauft habe für 12 Euro. Der kommt mit so einem Täschchen daher und das ist ein kleiner Aufsteller. Hier ist Spiritus drin und hier stellt man dann den Topf später drauf und den Trangia-Kocher so hier unten rein. Und das seht ihr gleich beim Kochen im Video. Wofür brauche ich einen Trangia-Kocher? Ein Trangia-Kocher ist eine relativ einfache Möglichkeit und vor allen Dingen auch sehr platzsparend zu kochen. Und auch sehr günstig, weil Spiritus, man kann sogar zur Not Benzin von der Tankstelle verwenden, gibt es überall. Und wenn man jetzt sich die Konkurrenz anguckt, einen Hobokocher kann ich vielleicht nicht überall aufstellen oder es dauert zu lange wegen dem nassen Holz oder sonst etwas. Und ein Campinggaskocher nimmt relativ viel Platz weg. Und wenn du keine Kartuschen mehr hast, bist du aufgeschmissen. Klar, das bist du hier beim Spiritus auch, aber du kommst meiner Meinung nach leichter an Spiritus oder Benzin oder sonst irgendwelche Brennstoffe als an Steckgaskartusche. Oder du hast sogar einen Campingkocher, der auf Gewinde ausgelegt ist. Da kriegst du manchmal richtig Probleme. So, das hier ist Besteck. Tatsächlich ganz standardmäßiges Armeebesteck aus Edelstahl. Also wenn ihr jetzt nicht mit einem Hammer oder einem Bolzenschneider rangeht, wird euch ein so ein Besteck euer Leben lang begleiten. Außer natürlich, ihr verliert's. Und da ist alles dabei, was man braucht. Ein schön großer Löffel, eine Gabel, ein kleines Brotmesser, ja, und ein Dosenöffner. Gut, das muss man ein bisschen üben, dass man damit Dosen aufkriegt, aber das kriegt man auch hin, das ist nicht das Problem. Das kann alles schön zusammengesteckt werden, so dass es dann nicht so viel Platz wegnimmt. Es wiegt relativ wenig und vor allen Dingen kostet es auch nicht so viel für die Qualität, die man bekommt. So ein Besteckset kostet nämlich nur 5 Euro und das hast du, solange du es nicht verlierst, dein Leben lang. So, das hier ist ein Edelstahl-Kochtopf. Relativ einfach gehalten mit hier einem kleinen Verstellsystem. Kann man hier so machen und dann kann man den so halten und aufs Feuer stellen. Und hier ist ein kleiner Deckel und relativ einfach, den kann man auf alles raufstellen. Wofür brauche ich denn so einen Topf? Naja, es kommt ganz drauf an. Also wenn man wirklich Mahlzeiten kochen will, dann bräuchte man schon ungefähr einen der Größe. Der ist jetzt knapp 1 Liter ungefähr. Wenn man zum Beispiel nur heiße Tassen anrühren will oder sich nur einen Tee machen will oder so, dann reicht auch ein Tatonka-Becher. Es muss auch nicht Tatonka sein, es gibt auch andere Art von Edelstahlbechern. Und so ein Kochtopf kostet um die 10 Euro, manchmal 15. Das kommt je nach drauf an, welche Marke und ob man hier solche Verstellmöglichkeiten und solche Spielereien in dem Sinne haben möchte. Also Komfortfunktion. Du kannst auch, tatsächlich sind viele alte Töpfe aus Edelstahl, von, wenn du noch einen hast von deiner Oma oder so, einen ganz normalen Edelstahltopf mit rausnehmen. Das geht auch. Tust du eine Plastiktüte nach dem Kochen, dann wird der Rucksack nicht dreckig und dann hat sich das. Da muss man nicht immer viel Geld ausgeben für. Aber der ist auch gut und der ist relativ günstig. So, das waren wieder 3 Dinge in ungefähr 3 Minuten, die wir für unsere Outdoor-Hobbys sehr gut benutzen können. Ich hoffe, du hattest mit dem Flottendreier sehr viel Spaß. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch ein Like da, abonniere mich, denn das hilft mir immer. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao.